Hallo. Gestern habe ich mal ein Video gezeigt von unserer neuen Airbrush Power Station von Orbis, von dem Power Studio. Da habe ich euch mal gezeigt, wie man damit Textilien besprühen kann. Und man kann, wie ich gestern schon erwähnt habe, man kann ja viel mehr damit machen. Heute will ich euch mal zeigen, wie man damit Papier gestalten kann. Das ist zum Beispiel für Kinder auch ganz super. Die können sich ihr eigenes Briefpapier machen, die können sich ihre Hefte besprühen, ihre Ordner besprühen, die können sich Stundenpläne machen. Ein paar Sachen will ich heute mal zeigen, was so alles ganz einfach und schnell mal zu machen geht. Und je öfter ihr mit diesem Teil arbeitet, desto mehr Ideen bekommt ihr und desto mehr Sachen fallen euch ein, was man noch so sprühen kann. In dieser Station ist immer so eine Anleitung mit bei, was es alles noch so gibt, wie man das Teil bedienen muss. Ganz einfach alles zusammenstecken, den Stift einstecken in dieses Gerät hier, in diese Sprühstation. Der Stift ist eigentlich die Sprühflasche oder wie man sagen will, einstecken, ein bisschen festdrehen und schon ist es fertig. Wenn man es dann anstellt, kann man schon sprühen. Es gibt diese Farben oder Stifte in verschiedenen Abpackungen und wie gesagt, für Textil, für Papier, für Glas, für Tattoos. Einfach mal reinschauen bei der Firma und aussuchen, was ihr haben möchtet. Dann haben die verschiedene Schablonen, Sets dafür. In dieser Station ist schon ein Schablonenset mit drin. Das kann man benutzen für alle möglichen Sachen. Das sind jetzt hier so ganz einfache Schablonen, die man auch für Tattoo und sonst was nehmen kann. Also da sind schon ein paar Sachen mit bei. Ihr braucht nicht gleich noch ein paar neue Sets dazu kaufen. Ihr könnt es erstmal hiermit ausprobieren. Und ihr könnt natürlich auch jede andere Schablone benutzen. Ich habe ja auch schon welche für Textilgestaltung und sowas von mir. Und die könnt ihr natürlich auch benutzen. Für Papier natürlich die kleineren Schablonen und für Textil eure anderen großen Schablonen, die ihr habt. Dann in diesen Sets sind immer so 5 bis 7 Schablonen drin. Die haben dann die Größe von A5. Da haben mich viele gefragt, welche Größe haben die denn? Also bei mir in den Sets waren jetzt A5 Schablonen drin. Und es ist auch immer ein bisschen vornummeriert. Hier steht zum Beispiel eine 2 drauf. Das ist die zweite Schablone, die ihr auflegen müsst. Und die erste hat dann eben die 1 drauf. Hier, weiß nicht, ob man das sieht, hier ist dann die 1 drauf, das ist der Untergrund, aber es ist eben vornummeriert, dann könnt ihr den Untergrund sprühen und dann eben die zweite Schablone drauflegen und nachsprühen. In dem Set sind dann auch manchmal so eine kleinen Teile mit bei und die Für habe ich Tattoos. für Tattoos oder eben für eure Briefumschläge, was ich jetzt hier schon mal probiert habe. Ich habe jetzt hier einfach mal solche Briefumschläge gestaltet mit diesen kleinen Motiven, habe mir dazu passend Briefumschlag und Briefpapier gemacht, dann habt ihr schöne Briefpapiere mit eurem eigenen Design. Ihr könnt ja auch andere Schablonen nehmen, wie gesagt. Und die Schablonen, die ich schon hatte, mal mitverarbeitet, eigenes Briefpapier. Dann kann man, wie gesagt, Schulhefte, wenn die jetzt so glatt sind, weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber es gibt ja auch noch diese rauen oder man kann die hier innen die Seiten mal besprühen oder hier oben beim Namen mit besprühen. Dann kann man aber auch. Da sind so kleine Teile mit bei gewesen, so wie diese Untergrundschablone. Die kann man sich dann positionieren auf dem Papier. Schaltet das Gerät ein. Und sprüht sich einfach mal den Umriss. Dann hat man diese Teile da drauf. Man kann die natürlich auch ein bisschen mit solchem Sprühkleber, komme ich da hinten nicht von, mit diesem Sprühkleber fixieren, geht vielleicht auch, dann braucht man die nicht festhalten und sich seine Finger mit dreckig machen oder irgendwas Kleines, Schweres drauf machen. Hier dieses Fix-It-Haftspray, was es bei verschiedenen Firmen gibt. Ich habe jetzt das hier mal von schablonenonline.de. Damit könnt ihr natürlich auch diese kleinen Teile besprühen, auf Papier auflegen, dann haften die. Dann könnt ihr sie besprühen und dann abnehmen. Ist natürlich auch eine Variante. Oder ihr schneidet euch selber was aus Papier. Ich habe mir hier einfach mal einen Apfel oder ein Herz aufgemalt, habe das ausgeschnitten und dann kann man diese Teile auch zum Sprühen nehmen.
Einfach auflegen, ein bisschen festhalten und drumherum sprühen. Langsamer. Nicht so schnell. Die Farben sind alle unbedenklich, also die sind für Kinder geeignet, das ist ja ein Spielzeug, also das kann man ruckzuck mit Wasser wieder abwaschen, ihr braucht da keine Angst haben, dass da irgendwas passiert, ihr könnt es also auch festhalten und drumherum sprühen. Der Stift muss natürlich immer richtig drin sitzen, richtig fest einschrauben, sonst kommt die Farbe nicht so richtig raus. So, jetzt. Ihr könnt es, wie gesagt, einfach festhalten oder eben mit diesem Sprühkleber fixieren, anstellen. Und sprühen. Ihr könnt es auch farbig gestalten. Schnell den Stift raus, neuen Stift rein. Das geht ja alles ruckzuck mit diesem Gerät. Bisschen fest eindrücken und ein bisschen farbig gestalten. Die Farben mischen sich auch untereinander, wenn ihr so beim Sprühen seid. Das seht ihr nachher, wenn ihr öfter damit arbeitet, sieht man die Farbverläufe, wie sich das verhält mit den einzelnen Farben. Also ruhig mal testen und wie gesagt, einfach Briefpapier gestalten, deine Hefte besprühen, deine Ordner besprühen, deinen Stundenplan, einen Zettel für ein Zimmer. Viele machen sich da einen Zettel ran mit dem Namen. Das kann man sich ausschneiden und sprühen. Oder eben, wie gesagt, normale Schablonen, die man aus anderen Sets schon hat, von Textilgestaltung oder Kartengestaltung. Du kannst auch schöne Karten damit machen. Einfach ausprobieren. Und wenn man jetzt hier, sag doch einen Ton. Mach doch mal von den Schablonen, die wir haben, von denen hier. Und wenn man dann die Farben zusammenmischt, dann seht ihr das gleich. Wartet mal. Wie gesagt, immer fest eindrehen, sonst sprüht es nicht so schön. So, jetzt habe ich hier mal ein paar Farbvarianten. Hier auf diesen Schablonen, die in den Sets drin sind, sind tolle Sachen mit bei. Schaut mal. Da sind auch schon ganz viele Varianten mit drin. Also ihr könnt euch mit dem Gerät austoben, wie ihr wollt. Versucht es einfach mal. Vielleicht kaufen euch eure Eltern so ein Teil. Oder die Eltern für sich. Oder die Eltern für sich. Das kann man auch schön zusammen machen. Also ich finde es genial. Man muss eben mal ein bisschen ausprobieren und dann kommt ihr auf tolle Ideen, was man alles gestalten kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Das ist so vielseitig. Ihr könnt es ruhig auf alles mal auftragen, ausprobieren. Auf manchen Sachen ist es eben wieder abwaschbar. Und von den Händen geht es auf alle Fälle ganz schnell mit Wasser ab und bei Papier ist es eben drauf beständig. Bei diesen unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr habt, um jetzt Papier, Textil oder was weiß ich zu besprühen, müsst ihr darauf achten, dass ihr auch die richtigen Stifte dafür nimmt. Es gibt extra Stifte für Papier, die dann hier auch haltbar auf Papier sind. Es gibt die Stifte extra für Textil, die dann im Bügel fixiert werden müssen. Es gibt die Stifte für Tattoo und es gibt auch für Window Color. Also das steht dann immer drauf und da müsst ihr dann immer darauf achten, dass ihr für das richtige Material oder für den richtigen Untergrund auch die richtigen Stifte nehmt. In den Sets, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, da sind tolle Sachen mit bei. Ich hatte die vorhin gar nicht so gezeigt. Hier ist zum Beispiel die Cleo de Nil in einem Set mit drin. Leg mal so ein rotes Blatt unter. Da ist zum Beispiel in einem Set die Cleo de Nil mit ihrem Untergrund drin. Dann sind manchmal so kleinere Schablonen, dass man mal irgendwo eine kleine Sache noch mit hinsprühen kann. Auch ein Reißverschluss oder ein Herz aus Stacheldraht. Dann
mal so einen Totenkopf in einem Set mit drin. Mit Hintergrund. Ihr könnt auch einen Bilderrahmen machen, könnt da dann die Figuren reinsetzen. Dann ist hier noch eine Figur aus diesem Set mit Hintergrund. Also das pro Set sind immer ungefähr 5 Schablonen drin. Frankie Stein ist hier mal als Schablone mit Hintergrund natürlich. Dann ist in einem Set dieses Monster High Logo mit drin, was ihr gestalten könnt. Das kann man farbig gestalten. Hier oben ist dann das Logo. Da sieht man dann, wie man das gestalten kann. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, wie ihr das gerne möchtet. Und hier die Draculina oder wie die heißt. Und diese kleinen Schablonen sind auch geeignet für Tattoos. Diese kleineren hier könnt ihr natürlich auch für Tattoos nehmen. Die großen hier sind für die Arme natürlich zu groß, aber die kleinen könnt ihr auch für Tattoos nehmen, wenn ihr den richtigen Stift habt. Aber ich denke mal, mit diesen Papierstiften dürfte auch nichts verkehrt sein, weil die sind hautverträglich. Man kann die ruckzuck von den Fingern wieder abwaschen. Und dann geht es natürlich auch, wenn man mal ein Tattoo spritzt, mal zum Ausprobieren. Jo, das war's dann eigentlich schon.